So, weiter geht's. Jetzt wurde ein wenig nachjustiert auf Seiten vom Motorbad. Und da haben sie Glück, dass der Ball von außen reinfällt. Charlene Berlin mit dem 4-3. Und jetzt gibt es Gelb gegen Claudia Terro. Und durch die Lücke durch und holt den 7 Meter. Juliane Schiller. Und jetzt 7 Meter Nummer 3 für Grün-Weiß-Schwerin. Und der Torwechsel beim Motorbad. Anne Töpfer kommt jetzt. Und mit ich bin ein wenig Glück. Treffer Nummer 3. Beim dritten 7 Meter 5-3. Also jetzt mehr 7 Meter aus dem. Mehr Tore nach 7 Metern als aus dem Spiel. Auf Seiten von Grün-Weiß-Schwerin wird es egal sein. Und wieder sucht sie sich den Weg gegen Julia Hart, aber es gibt den 7 Meter. Trotz der Parade von Laura Fischer. Und Gelb gegen Julia Hart. Und auch der ist sicher verwandelt. Fünf zu vier. Und das war ein leichter Ballverlust von Sarah Bischoff. Und ebenso leichter Ballverlust beim Konter auf der Gegenseite von Alter Schalldach. Und Bonnie Lenz kann da nichts mehr ausrichten. Es gibt Freiburg für Grün. Immer Zug zum Tor. Immer Zug zum Tor. Und Julio Schiller schaltet am Torwart. Und Claudia Terro mit dem 5-5. Ein leichter, unvorbereiteter Wurf von Lisa Menzel. Und die Chance jetzt für Motorbad wieder in Führung zu gehen und wieder suchen sie den Weg über die halblinke Position. Und jetzt über außen werfen lassen und Laura Fischer heute in guter Verfassung.
sie behindert. Theresia Meisner, und deswegen kein sauberer Pass. Und deswegen gibt es Freiburg für Grün-Weiß. Lisa Menzel sucht sich die Lücke. Der Ball ist drin, aber sie war auch drin, nämlich im Kreis. Gelb gegen Claudia Zero. Und dann der Linke beim 7 Meter. Und jetzt wird korrigiert, 2 Minuten gegen Claudia Tero. Und jetzt die 7 Meter von Anna Linke. Und sie scheitert. Beim vierten Versuch. Es bleibt im 5:5. Rausgespielt und wieder hat Laura Fischer die Hand dran. Und schön über außen raus, Julia Harder. Versorgt in diesem Überzahlspiel. 6:5 für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt die 5-0-1-Deckung. Manndeckung gegen Anne Fischer. Und sie geht jetzt an den Kreis. Löst also die Spiele auf und Laura Fischer holt den nächsten Ball. Jan Schiller bremst da etwas ab, dann der Ball auf Julia Harde. Und aus dem Winkel war nichts zu machen, sagt sie. Deswegen den Ball zurückgespielt. Unterbindet Steffen eine klare Anweisung, die Überraschung, nachdem Motorbad wieder aufgefüllt hat. Und die grüne Karte von Steffen Franke, der seine Truppe da jetzt zusammenholt.
Dann geht weiter, Zeitspiel weiterhin angezeigt. Und Theresa Mainzer sagte das kurz vorher, jetzt Zeitspiel, oder das passive Spiel, wie es ja fachlich heißt, gepfiffen. Und die Überzahl. Situation läuft, das nehmen wir nochmal kurz mit hier. Aber wieder aufgelöst. Theresa Mainzer sagte vor der Pause gerade, es nützt nichts, wenn wir da zu dritt hinterher spielen, wir müssen die Außen mitnehmen. Genau, das passiert jetzt auch. Die Außen. Sie soll sie lassen, lässt sie nicht, holt den 7 Meter. Und an der Linke kommt wieder. Und da verletzt sie die Torhüterin. Mit dem 5. 7 Meter jetzt der 4. Treffer. 7-5 für Grün-Weiß-Schwerin. Und das war schon aus dem Sprungwurf.